Hallo und herzlich willkommen, liebe Campingfreunde, zurück bei einem neuen Video vom Camper Thomas. Und für dieses Video, ihr habt das in der Titelbeschreibung schon gelesen, gibt es einen sehr, sehr tollen Anlass, der mich schon lange beschäftigt und ich habe es geschafft. Ich bin doch einige Kilometer gefahren in Richtung Schwarzwald, nämlich nach Eschbach und habe euch heute für unser Vorhaben auch jemanden mitgebracht. Da steht er da, der liebe Sven Busse. Hallo. Und der Sven wird mir heute eine riesengroße Freude machen und wird nämlich hier den Krach entfernen, der Schiebetür. Ihr kennt das alle, ihr Kastenwagenfahrer. Wir werden eine Zuziehhilfe einbauen. Und wir starten jetzt einfach mal mit ein paar grundsätzlichen Dingen. Das ist natürlich am Sven sein Thema. Und ja, da geht es dann mal los. Kann man denn diese Zuziehhilfe, die ihr entwickelt habt selber, das finde ich ganz, ganz große Klasse, kann man die wirklich in jeden Kastenwagen einbauen oder gibt es da Fahrzeuge, wo ich sage, nein. Also, hallo erstmal, ja, ich bin der Sven, wir sind hier in Eschbach bei der Firma Breisgau Wohnmobile und wir bauen die Zuziehhilfe nachträglich in Kastenwagen ein und versenden die auch an Leute, die es gern selber einbauen wollen. Und damit jeder weiß, ob das jetzt in seinem Fahrzeug möglich ist, die Zuziehhilfe zu verbauen, schauen wir jetzt mal, gerade beim Thomas am Auto, auf was man da achten muss. Wir haben einmal bei der Zuziehhilfe, was man schauen muss, ist, dass die Höhe von der Arbeitsplatte ausreichend ist. Und es ist so, dass unsere Zuziehhilfe später hier verbaut wird. Hier kommt eine Edelstahlplatte rein mit dem Sensor und später wird hier die Zuziehhilfe sitzen. Das heißt, wir müssen schauen, ob die Arbeitsplatte hoch genug ist. Jetzt kann man jetzt in dem Fall, der Thomas hat ein Auto mit einem Hochboden, da ist immer auf jeden Fall hoch genug, aber viele Fahrzeuge haben das nicht. Um das einfach zu ermitteln, kann man hingehen und zum Beispiel jetzt von dieser Aussparung Ob ich das erwische hier. mal so rüberpeilen. Und wenn wir jetzt hier rüberpeilen und sehen, dass wir hier unterhalb von der Arbeitsplatte sind, dann haben wir schon mal, sind wir schon mal im guten Bereich. Wir hätten auch die Möglichkeit. Das heißt, die Zuziehhilfe sollte unterm Waschbecken sitzen, oder? Ja, als erstes muss gewährleistet sein, dass die also dass die Zuziehhilfe unter der Arbeitsplatte sitzt. Okay. So. Man kann dies auch messen, und zwar gehen wir da nicht auf den Boden, weil der Boden bei den verschiedenen Fahrzeugen immer verschiedentlich stark ist. Wir gehen unter den Boden, also haken am besten hier ein, wo die Fliegenschutztüre verbaut ist, und messen. Jetzt sind wir hier natürlich mit dem Hochboden bei 1,03 m. Wir benötigen mindestens bis Unterkante Arbeitsplatte 89 cm. Okay, das So, ist mal ein das ist wichtiger das, Wert. was man als erstes mal prüfen sollte. Passt das mit der Höhe, dass wir nachher dahin kommen. Okay. Als zweites Kriterium muss man schauen, wie die Spüle verbaut ist oder was im Bereich hier der C-Säule in dem Küchenblock verbaut ist. In den meisten Fällen ist die Spüle, wie beim Thomas jetzt auch. Und da schauen wir jetzt, wie viel Platz wir von der C-Säule bis zu unserem Becken haben. Und da brauchen wir, also 72 mm ist das, was wir auf jeden Fall brauchen. Ist ein bisschen schwer zu messen, weil ja jetzt hier Holzvertäfelung ist. Und manchmal ist vielleicht auch geschickt, man macht die Schubladen raus und kann dann dort schon mal ein bisschen was messen. Aber wenn man jetzt hier oben mal durchpeilt, sieht man schon mal ziemlich schnell, wo wir das sehen. Ja, also 72 mm sind wir ungefähr hier. Das ist das, was wir brauchen. Super. Ja. Das heißt, wir können es bei mir verbauen. Bei dir können wir es auf jeden Fall verbauen, weil hier sitzen wir sogar unter der Spüle. Also da müssen wir jetzt die Spüle gar nicht ausbauen. Okay. Das freut mich natürlich Ja. sehr. Ich würde euch mal
gern so ein Set zeigen, was alles drin ist, ja, welche Schablonen gerne mit dabei sind. Ja, das heißt, Schablonen mit dabei, du hast es ja vorhin angesprochen, der findige Monteur, Mechaniker, wie auch immer, der kann das auch selbst verbauen. Er kann sich bei euch einen Bausatz bestellen, genau, und kann es selber einbauen. Genau, die kann man über die Homepage anfragen. Wenn man sich nicht sicher ist, welches Fahrzeug man, ob das bei dem Fahrzeug passt, kann man da auch mal kurz ein paar Bilder mit dazu schicken. Wir können das gut beurteilen, weil wir eigentlich schon so viele nachgerüstet haben und helfen da gern, also auch bei dann der Entscheidung, ob es passt. Mhm. Ja. Super. Bevor wir das machen, hätte ich eine Bitte. Und zwar könntest du mal meine Schiebetür zumachen, damit wir uns nochmal anhören, Wie denn jetzt die aktuelle Situation ist. Also jetzt muss man ja die Schiebetür eben mit Schwung schließen, dass sie überhaupt richtig in die Verriegelung kommt. Ja. Also. So, und das kennt ihr alle. Und ich sag mal, abends nochmal mit dem Hund gehen oder nochmal raus oder, dann ist es 12, dann ist es halt 1. Wir stehen auf dem vollen Campingplatz, Stellplatz, wie auch immer und knallen dann die Türe zu. Und dann müssen wir nochmal raus, weil wir was vergessen haben, dann machen wir das nochmal und dann sagt der Nachbar, lass mal gut sein oder stell dich am besten woanders hin. Und wenn man es dann versucht, doch leise zu machen, dann hat man es nicht ganz geschafft und dann muss man nämlich ein zweites Mal ran, genau, und dann doch mit mehr Schwung, dass es eben ganz verriegelt ist. Genau so ist es. Und wenn wir später die Zuziehhilfe verbaut haben, schieben wir sie vor und dann zieht er sie zu und dann ist sie ja wirklich immer zu. Ja. Das schauen wir uns natürlich auch noch an. Ja. Jawohl, dann würde ich sagen, schauen wir uns einen Bausatz an. Genau. So, da haben wir jetzt das eingepackte Paket, also die Zuziehhilfe. Genau, das ist. Und ich bin ganz, ganz, ganz begeistert. Das ist nur eine kleine Schachtel, ne? Das heißt aber, man weiß jetzt, wenn man das bei euch bestellt, was man bekommt. Ja. Es ist alles in dem Karton drin und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Genau, das ist die Zuziehhilfe genauso, wie Sie sie bekommen, auch zum Selbsteinbauen. Mhm. Das Set besteht aus einmal der Bedienungsanleitung. Mhm. Das sind verschiedene Pieptöne und auch Zertifizierungsnachweise, Stromverbräuche, alles drin. Und dann hier eine Montageeinleitung in Deutsch und in Englisch. Sehr gut. Dann haben wir Aufkleber. Jawohl. Dazu. Also. So. Fangen wir mal mit den Schablonen an. Wir haben hier einmal die Bohrschablone, die man da braucht, um die drei oder vier Löcher sind von innen zu bohren. Dann haben wir hier eine Anzeichnungsschablone, mit der wir diesen Ausschnitt anzeichnen, den Kunststoffstreifen neben der Fliegenschutztüre. Das ist der Halter, wo zwischen Scharnier und der Tür verbaut wird. Okay. Hier. Haben wir die Zuziehhilfe. Das ist einmal diese Edelstahlplatte, wo von außen angeschraubt wird, wo es auch abgedichtet wird. Ja. Und hier ist jetzt der Sensor drin, der dann nachher erkennt, dass die Tür da ist. Okay. Also im Prinzip kommt die Tür so angefahren. Ja. Die Zuziehhilfe erkennt die Türe, startet, fängt sie ein und zieht sie dann ins Schloss. Okay. Das ist die Zuzieheinheit. Ich glaube, der Hebel hier, das ist ja der, der die Türe ranzieht. Genau, der wird eben aktiviert, sobald die Türe vorne im Zuziehbereich ist. Und dieser Haken fängt nachher diese gelagerte Rolle hier ein und gibt sie nach dem Zuziehen auch sofort wieder frei. Mhm. Worauf ich hinaus wollte, ich glaube, der war mal aus Kunststoff, oder? Nee. Nee, war schon immer aus Metall? Ja, das war schon immer Aluminiumteil. Ja. Das gefällt mir ganz, ganz gut, weil das sieht wirklich auch stabil und wertig aus. Ja. Klasse. Also das System ist in Langzeit getestet worden. Wir haben weitaus mehr als 10.000 Zyklen
was wir auf jeden Fall garantieren können. Okay. Und super. Dazu gibt es dann diesen Kunststoffschutz. Ja. Ich kann es noch mal kurz zeigen. Um den Schutz zu montieren, kann man mal die Platte kurz hermachen, muss man hingehen und den Haken leicht verdrehen. Muss ein bisschen Druck aufbauen, ja. Dreht ihn so hin, so. Dann nimmt man diesen Schutz, macht den so von hinten drauf und schiebt den dann vor. Man muss ihn einfach verdrehen, weil sonst kriegt man es nicht gut eingefädelt. Okay. Hier werden dann gerade mit zwei Schräuble der Schutz befestigt und kann dann auch während der Montage, dann, wenn man den montiert hat, den Haken auch wieder zurückdrehen. Okay. So. Und hier haben wir dann jetzt noch, das ist relativ neu, jetzt noch eine Blende. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Ausschnitt nachher in diesem Kunststoffstreifen gemacht haben, kann man dann diese Blende hier drüber schieben, dass das nachher dann wirklich ordentlich aussieht. Ja, das sieht aber schon sehr ordentlich aus, ja. Weil man hat, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, weil diese Fliegenschutztüren immer ein bisschen variabel sind von der Tiefe, wie sie verbaut werden, kann man auch das, die Blende nachher so verbauen, muss man an dem Schutz nichts mehr ändern. Man kann einfach, sieht einfach ordentlich aus. Ja, sehr gut. Genau, das ist hier das. Dann haben wir hier einmal die Schrauben und der Hinweis, dass es sich hier um rotierende Teile dreht. Nehmen die kleinen Schrauben mit dabei für den Schutz. Und die Schrauben, die werden ja ausgetauscht von dem Scharnier hier hinten. Diese originalen Schrauben hier, die zwei, die werden ausgetauscht durch dieses etwas längere, weil wir ja den Halter zwischen reinschrauben. Okay. Ah, ich bin schon ganz gespannt. Das hier ist noch der Elektrokabelsatz mit der zusätzlichen Sicherung, wo man dann hier unten einfach dann einstecken kann. Okay. Was ja ein sehr interessantes Thema ist, Sven, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, eine Zuziehhilfe zu entwickeln? Ich meine, dieses Problem ist ja kein neues Problem. Das ist ja schon wirklich lange. Es gibt Anbieter, die sowas haben. Die einen lieben es, die anderen nicht so, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ihr habt dann irgendwann gesagt, machen wir selber, oder? Ja, eigentlich wollten wir das vorhandene System, das der ein oder andere Hersteller verbaut hat, auch nachträglich nachrüsten und haben dann feststellen müssen, dass das System nur exklusiv für diese Marken zur Verfügung war und eigentlich nicht möglich war, das nachträglich nachzurüsten. Und da haben wir uns die Herausforderung angenommen und da mal losgelegt und das ist jetzt das Ergebnis. Nach finde ich absolut mehreren Schritten sind wir jetzt so weit, dass wir wirklich, ja. Ich habe euch ja schon mal gesehen und zwar auf dem Caravansalon 20, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ja, das 19, war der letzte 19, Caravansalon. 20? Letztes Jahr, ja. Ah. Und war natürlich sofort Feuer und Flamme, weil es ja mich auch betrifft. Und wir standen sogar fast im gleichen Gang. Und ich habe dann gesagt, Mensch, super toll, da komme ich nachher noch vorbei und da machen wir ein Video. Und ich wusste noch gar nicht, weil es war meine erste große Messe, was das überhaupt bedeutet. Ja? Du bist da, keine Ahnung, 12, 14, 15 Stunden unterwegs. Und dann ist das tatsächlich untergegangen. Und mich hat es dann tierisch genervt, jedes Mal, wenn ich irgendwo war, hat mich die Tür genervt und dann schaue ich wieder ins Internet. Ist gar nicht so leicht gewesen, aber ich bin dann, habe euch dann wieder gefunden und freue mich natürlich riesig, dass ich heute hier da sein darf. Ne? Ja. Yo. Ganz kurz, wenn jetzt eben jemand Interesse hat, das selber einzubauen, das ist hier eben unsere Homepage, darüber kann man die anfragen. Wenn ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Info, dass man das Ganze anfragt. Das heißt, wie gestaltet sich das für mein Fahrzeug, ist es möglich und so weiter, aber auch preislich. Ihr bekommt das alle mit. Die Märkte, und ich sage bewusst die Märkte, weil es nicht nur einen Markt betrifft, schießen gerade durch die Decke. Das heißt, das betrifft auch das Zuliefermaterial und. Ich glaube nicht, dass man in der momentanen Situation hergehen kann und kann sagen, wir schmeißen mal mit pauschalen Preisen rum, sondern bitte fragt das an, wenn ihr Interesse habt. Und dann unterscheidet sich das Ganze natürlich noch, bin ich pfiffig und kann das selber
oder bin ich nicht pfiffig, so wie der Camper Thomas, also zumindest in dem Bereich nicht. Und da ist es mir viel, viel lieber, dass wenn baut das ein und ich weiß, dann funktioniert es auch. Also wie gesagt, den Kit anfragen oder auch Montagetermine anfragen. Ich denke, ihr habt hier volle Hütte, ne? Ja, Montagetermine müssen wir ein bisschen weit im Voraus vergeben, weil doch die Anfrage sehr hoch ist. Ja. Wer das selber einbauen möchte, sind wir eigentlich immer relativ schnell mit der Lieferung. Ja. Also die alle Privatkunden, wo das nachträglich einbauen möchten, die kriegen dann von mir, von der Firma Breisgau Wohnmobile, das Angebot. Mhm. Und bei Fragen zur Montage können Sie auch gerne melden, ja, wenn irgendwas unklar ist oder wenn Sie nicht weiterkommen, sind wir da und super, unterstützen euch. Ja. Genau. Perfekt. Ja, wie machen wir denn jetzt weiter? Wir fangen jetzt an, hier hinten, bei dir Thomas ist ja eine Verkleidung drauf. Mhm. Und die werden wir jetzt ein bisschen lösen, dass wir ja eine kleine Anpassung machen müssen. Auweia. Und siehst du, da hätte der Camper Thomas schon, das wäre schon für mich ein Ausscheidekriterium. Damit legen wir jetzt los. Das heißt, müssen wir die Tür ausbauen, oder? Nee, das machen wir scharnierlos. Wir unterbauen die Tür und dann können wir die gerade seitlich ein bisschen rausschwenken, dass wir schön arbeiten können. Super. Dann machen wir das einfach so. Wir werden da vielleicht mehrere Sequenzen machen. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht alles mit drauf tun, sondern wir hoffen mal, dass wir dann die Sequenzen erstellen, die für euch wichtig sind, damit ihr euch vorstellen könnt, wie hoch der Aufwand ist. Ja. Und das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Genau. So, liebe Zuschauer, wir sind zurück und wir haben eine kleine Planänderung. Nämlich, schaut mal, wir haben gesagt, Zuziehhilfe brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir machen einfach eine Schwenktür aus der Schiebetür. Nein, natürlich Quatsch. Der Sven hat noch ein paar ganz, ganz wichtige Details. Und zwar entstehen die natürlich aus den Fragen, die er immer bekommt. Und ja, dann schieß einfach mal los. Wir gehen ja diesen Halter zwischen der Türe und diesem Scharnier verbauen. Das heißt, der Halter, wo original hier verschraubt war, der rutscht 3 mm, oder das trägt 3 mm zwischendrin außen, auf. Ja. Ja. Und das kann man am Halter einstellen, dass die Position der Türe im Originalzustand bleibt. Okay. Und dazu zeige ich euch jetzt die zwei verschiedenen Scharniere. Das ist das Scharnier, was in den neueren Modellen oft verbaut ist. Da löst man diese Schraube und kann jetzt diese Position hier einstellen. Ah ja, okay. Und da kann man jetzt, das war jetzt ungefähr die Originalposition, in die Richtung 3 mm verstellen, wieder festschrauben und dann ist die Position in richtig, so wie sie dann ist vorher wieder war. Auf altem Stand genau. Quasi. Jetzt gibt es Modelle, meistens sind es die Modelle ab 2006, die haben so ein Blechscharnier. Auch bei diesem Scharnier kann man die Länge verstellen. Da muss man hingehen, diese Schraube hier lösen und geht dann mit einem 19er Schlüssel hier diese Lasche anpacken so und kann dann, Achtung, das muss man sehen, gar nicht leicht, gell? So ist das hier der Verstellbereich, okay, wo man genauso die 3 mm ausgleichen kann. Aha. Also egal welches Scharnier man hat? Es ist bei beiden Scharnieren möglich, okay, die 3 mm auszugleichen. Okay, das ist sicherlich eine ganz wichtige Info. Ja, die, wie man es genau macht, ist auch in der Anleitung beschrieben. Ja. Hier auf Seite 10. Sehr schön. Einmal das Scharnier mit einem 19er Schlüssel und das andere Scharnier, wo wir eben den Torx brauchen, um das zu lösen. Super. Wieder eine wichtige Frage geklärt. Ja. Ja, es ist schon sehr interessant, wie das jetzt aussieht, wenn die Tür dann natürlich so ausgeklappt ist. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben das Scharnier gelöst und dann ist es schon möglich, diese Tür hier so aufzuklappen. Genau, die zwei Schrauben. Schraubenheber zu stellen. Zwei Schrauben rausgemacht und so einfach ist eigentlich die Tür schon aufklappbar. Ne? Das hätte ich noch geschafft. Ja. Okay, dann schauen wir weiter. So, liebe Zuschauer, wir haben ein weiteres Detail für euch.
Und zwar gibt es in Sachen Verkleidung, Innenverkleidung, gibt es ja Unterschiede. Das heißt, die einen haben eben hier so eine Stoffverkleidung, so wie es bei mir ist. Und dann gibt es eben einmal diese ganz normale Kunststoffverkleidung. Ja. Und jetzt ist ja hier ein kleiner Ausschnitt zu tätigen. Und da übergebe ich natürlich. Genau. So, beim Lastrada ist jetzt so eine Sperrholzplatte mit einem Stoff bezogen. Mhm. Und wir brauchen ein klein bisschen mehr Platz, dass der Halter nachher hier direkt auf dem Türrahmen direkt anliegt. Mhm. Und müssen sozusagen hier das Holz ein bisschen ausschneiden. Ja. Und dass das nachher schön aussieht, gehen wir hin, lösen diese Platte ein bisschen. Lösen haben wir jetzt schon diese Tackernadeln von hinten entfernt. Mhm. Schauen, dass wir jetzt diesen Stoff schön umklappen können, zeichnen jetzt genau den Ausschnitt an, ja, was wir aussägen wollen, und gehen dann nachher diesen Stoff wieder umlegen, mhm, tackern den wieder neu an, dann sieht es wieder aus, als würde es so gehören. Es gibt auch Fahrzeuge, wie zum Beispiel Weinsberg oder so, die haben gar keine Verkleidung drauf, da ist das gar nicht nötig. Okay. Aber in den meisten Fällen ist einfach eine Kunststoffverkleidung, ja, wo man das einfach anzeichnen kann und einen leichten Ausschnitt dran machen, okay, kann. Super, schauen wir uns natürlich nachher im fertigen Zustand an. Ja. Bis dann. So, wir sind wieder kurz zurück. Und wenn der Camper Thomas was nicht ist, dann ist es ein Schleimer zu sein. Das heißt, das, was ich sage, das sage ich gerne und das entspricht auch der Wahrheit. Und es macht super, super Spaß, dem Sven hier bei der Arbeit zuzuschauen. Und man sieht es natürlich auch hier am Ergebnis. Das ist jetzt so ausgeschnitten, dass es passt. Genau, das kann das Ganze mal hin. Genau, so sieht es dann aus. Und es wird ja so sein, dass nicht jeder Kunde, der zu dir kommt, in den Genuss gerät, da dabei zu sein. Ich habe mich jetzt quasi reingemogelt, dadurch, dass ich ein Video davon mache. Aber es macht Spaß, es macht super Spaß, dir zuzuschauen, und da stehe ich halt auch einfach drauf, dass ich sage, ja, ich stelle mein Fahrzeug dahin und ich weiß, da passt alles, da wird geschaut, dass keine Kratzer da sind, da ist alles so hergerichtet, dass man so arbeiten kann, dass das Ergebnis eben auch ja, so ist, wie man es gerne hätte. Ja, da geben wir uns die größte Mühe. Ja, super, bis gleich. Ja. So, zurück im Fahrzeuginneren. Das heißt, ihr seht jetzt hier mal, was denn notwendig ist, von innen zu tun. Wir haben hier da diesen Ausschnitt, um natürlich überhaupt erstmal an die Türsituation hinzukommen. Es sind die Löcher gebohrt, es ist die Fliegenschutztür, also die Seite von der Fliegenschutztür ausgeschnitten, und wie das Ganze von außen aussieht, schauen wir uns jetzt natürlich auch noch an. So, die Außenansicht. Also hier eben die gebohrten Löcher für die Befestigung und auch für den Sensor. Und wir haben es ja vorhin schon angeschnitten, nochmal diesen schönen Rahmen hier. Und ich finde, der ist auch wirklich gelungen beim Ausschnitt an der Fliegenschutztür. Jetzt hat das Ganze wirklich ein tolles Gesicht und sieht gar nicht aus wie ein Nachbau, sondern eher wie original. So, und kurz bevor wir die Tür wieder, ich nenne es mal einhängen, schauen wir uns die fertige Einbausituation an und schaut euch mal dieses Prachtstück hier an. Also wir haben hier dieser Knopf hier ist der Sensor, der dann eben die Tür erkennt, und hier den Haken, der dann die Tür reinzieht. Und ich bin schwer begeistert, weil das wirklich ganz, ganz toll und ganz sauber aussieht. Also würde man jetzt sagen, das ist original so verbaut, dann könnte man es absolut so stehen lassen. Und ja, das Scharnier ist hier schon eingehängt mit den neuen Schrauben. Und der liebe Sven wird jetzt dann die Abschlussarbeiten machen. Das sind die Abschlussarbeiten, oder? Genau. Ja. Wir bauen und dann jetzt noch die Tür dran. Sehen wir uns gleich noch und probieren das Ganze aus.
So, die Endzüge oder der Entzug. Ja, wir sind fertig. Wir sind fertig. Sven ist fertig, war ganz fleißig, ganz brav. Und ja, jetzt kommen so die großen Momente. Ja? Genau. Wie sieht das aus? Wie, ich kann jetzt leider selber nicht. Du musst jetzt für mich probieren. Ich habe heute meine Tochter mit dabei, die Lena. Die zeigt uns heute mal, wie einfach man die Türe die schließen Lena. Kann. Lena, wie alt bist du? 8 Jahre alt. Und die Lena wird uns zeigen, dass die Türe, die jetzt vorher wirklich ganz schwer zugegangen ist, jetzt quasi kinderleicht zugeht. Willst du das mal zeigen? Und man hört das Geräusch, wenn die Türe verschließt. Also sensationell. Sensationell. Ich bin total begeistert. Lena, das hast du spitzenmäßig gemacht. Jeder Film, der eine gute Handlung hat, hat auch einen Star. Und der bist du heute. Genau. Und jetzt ist die Türe einfach immer zu. Wenn die Zuziehhilfe sie zuzieht, dann ist sie im Schloss. Man kann losfahren und verriegeln. Ja, und der Wahnsinn ist ja, dass jetzt unser Star die Tür noch, sage ich mal, relativ mit relativ viel Schwung zugemacht hat. Genau. Es braucht ja jetzt nahezu nichts mehr. Genau, man kann jetzt das auch ganz sachte vorschieben und es durchhinhalten. Wahnsinn! Man holt sie auch schon ab. Also, liebe Wohnmobilisten, ich glaube, dass die ein oder andere Aufbautür jetzt lauter ist beim Schließen als wie die Schiebetür vom Kastenwagen. Genau. Das ist irre. Das ist wirklich fantastisch. Jetzt schauen wir vielleicht nochmal das uns an, wie die Tür hier wirklich eingezogen wird. Super. Also wie du schon gesagt hast, die Türe wird beim Ranziehen ein kleines Stück überzogen Genau. Und geht dann wieder ein Stück raus. Die Zuziehhilfe überzieht die Türe leicht, dass auf jeden Fall diese Originalverriegelung, dass die Türe in der Originalverriegelung verriegelt. Dass das absolut gewährleistet ist, ja. Genau, wenn man genau hinschaut, sieht man, überzieht und lässt sie dann ins Original, in die Originalverriegelung los. Sensationell. Ja, jetzt ist einer happy und wie gesagt, ich habe es vorher schon zum Sven schon gesagt, es muss ja toll sein, wenn man etwas macht, wenn man etwas verbauen kann, wo einfach schon im Vorfeld sicherlich gewährleistet ist, dass die Kunden mit einem breiten Grinsen vom Hof fahren. So wird es mir auf jeden Fall gehen und ja, was soll ich sagen? Absolut, absolut happy. Bin froh, dass es euch gibt. Bin froh, dass ihr solche kreativen Köpfe habt und solche tollen Sachen euch einfallen lasst. Ja, wollen wir uns noch andere Sachen anschauen oder? Wir haben die Zuziehhilfe auch für die Hecktüre. Okay. Für die Hecktüre kann man das auch machen. Ja. Ist im Prinzip vom Prinzip her genau gleich aufgebaut. Okay. Ein bisschen andere Haken, andere Aufnahmepunkte. Also das ist auch eine Möglichkeit, wenn man Fahrradträger hinten hat und die Türe dort zumachen will, ohne dass die Fahrräder komplett durchgeschüttelt werden, Aha. Kann man die Zuziehhilfe auch hinten verbauen. Super, das ist ein Wow. Aha. Ja. Das heißt, das Ganze auch auf Anfrage? Genau, auf Anfrage, ja. Aha. Super. Modellmäßig ist das? Also das, für die Hecktüre, das ist auch eben für den Ducato genau in der gleichen Baureihe von 2006 bis einschließlich die neuen. Ja, super. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja. Okay. Ja, dann werden wir das Video zum Ende bringen, oder? Genau. Machen wir nochmal die Tür auf und zu. Das ist jetzt auch was ganz Fantastisches, dass die Tür, ich dachte schon, sie muss dann einen gewissen
also in gewisser Weise angelehnt sein, aber die Zuziehhilfe holt sie ja wirklich schon von sehr weit draußen rein. Ja. Ne? Das ist genial. Also, das, sie holt sie wirklich schon sehr weit, also dass man den besten Komfort hat. Ja. Also, Wahnsinn. Ja. Ja, also liebe Zuschauer, ihr habt es gesehen. Ich denke, alles, was es zu sehen gibt, habt ihr gesehen. Fragt das Ganze bei Interesse an und ich zeige euch auch noch mal was, das mir vorhin aufgefallen ist. Sven, dreh dich doch mal um. Guckt mal hier. Ha? In voller Größe haben wir das noch mal drauf. Also das heißt, finden die Zuschauer das unter Breisgau oder nur unter AST oder auf beiden? Oder? Also wir bieten das über die AST Zuziehhilfen Homepage an, ja. Über die AST Technik Modellbauseite an und vertrieben, also für alle Privatkunden kriegen dann einfach von der Firma Breisgau Wohnmobile das Angebot und auch die Beratung und den Service oder auch den Einbau, wenn der gewünscht ist. Ja. Spitzenmäßig. Ja, in diesem Sinne fährt der Camper Thomas heim mit einer tollen Zuziehhilfe, wird immer leise unterwegs sein, keinem mehr auf den Keks gehen, zumindest nicht, wenn er die Türe schließt. In diesem Sinne wünschen wir euch alle eine schöne Zeit und vielleicht auch bald mit einer Zuziehhilfe. Bis dann. Tschüss.